Dominik hier, moin. In diesem Video, wie richte ich beim UniFi USG, also UniFi Security Gateway, einen VPN-Server ein, damit ich mich als Benutzer damit verbinden kann? Ich bin hier in meiner UniFi-Oberfläche angemeldet und unter Geräte finde ich auch mein Security Gateway, um jetzt den VPN-Server, den L2TP-VPN-Server zu aktivieren, gehe ich zunächst mal in die Einstellungen. In den Einstellungen finde ich unter den Diensten den Radioserver. Der ist zwar noch Beta, aber das macht nichts. Unter dem Punkt Server ist der normalerweise aus und ich klicke ihn lediglich auf ein. Und das Einzige, was ich machen muss, ist hier jetzt ein Passwort festlegen, mehr nicht, und dann Änderungen anwenden. Anschließend unter Benutzer bitte die Benutzer erstellen, die jetzt VPN machen dürfen. Da klicke ich einfach auf Benutzer erstellen, sage hier den Benutzernamen, das war bei mir einmal der Dominik, einmal der Stefan, jetzt mache ich die Julia, dann kriegt die Julia hier ein möglichst schweres, langes, tolles Kennwort, das soll jetzt mal nicht ausschlaggebend sein, was ich da eingetippt habe, und ich sage speichern, mehr an der Stelle nicht. Das sind zwei Dinge, die ich erledigen muss, damit der VPN-Server läuft und die Vorbereitung ist hiermit erledigt. Anschließend gehe ich auf Netzwerke und kann mir jetzt ein neues Netzwerk erstellen, welches eben Remote-Benutzer-VPN heißt. Und hier kann ich den L2TP-Server auswählen. Da ich das schon gemacht habe, klicke ich jetzt mal auf Bearbeiten. Und wenn ich den L2TP-VPN-Server ausgewählt habe, muss ich hier noch mein Pre-Shared Key eingeben. Der Pre-Shared Key wird im Nachhinein benötigt, damit Clients eine Verbindung aufbauen können. Denn was benötigen die Clients? Die Clients benötigen einmal die DynDNS-Adresse, dann benötigen sie den Benutzernamen und das Kennwort, das was wir eben gerade bei den Diensten im Radioserver gemacht haben, und den Pre-Shared Key. Anschließend kann ich noch ein Netz bereitstellen für diese VPN-Benutzer. Bei mir ist das die 10.1.88.1/24. Bedeutet, das ist vielleicht ein bisschen viel, 254 IP-Adressen. Aber gut, ich habe es jetzt so. Ich habe IP-Adressen available, also verfügbar von der 10.1.88.1 bis zu 255. Alles, was ihr hier wollt, das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr das möchtet. Dann muss ich hier unten noch das Radius-Profil auswählen. Das ist bei mir das Default-Profil. Oder ihr erstellt euch ein eigenes. Das Default bedeutet allerdings, es ist der Radius-Server aus dem USG und nur so hat es bei mir auch funktioniert. Sage dann Speichern und das war es prinzipiell auch schon. Probieren wir das Ganze einmal aus. Zunächst mal mache ich das Ganze unter iOS. Unter iOS ist es relativ einfach. Ich gehe hier in die Systemeinstellungen, in Allgemein und sage VPN hinzufügen. Wähle dann L2TP aus. Gib dem Ganzen einen Namen. Jetzt eben der Server. Das ist bei mir diskstation.idomix.de. Ich muss hier, da ich allerdings im eigenen Netz bin, meine IP-Adresse angeben. Deshalb gebt ihr bitte unbedingt eure DynDNS ein, unter der das Security Gateway erreichbar ist. Jetzt ist der Account eben der Benutzername, den wir im UniFi unter Dienste im Radioserver angelegt haben. Dann das Passwort von diesem Benutzer und jetzt eben der Pre-Shared Key. Wichtig auch, gesamten Verkehr senden, damit ich den gesamten IP-Verkehr über den VPN-Tunnel leite. Sage dann fertig und kann mich jetzt verbinden. Und wie man links oben jetzt sieht, hier steht neben dem Wi-Fi-Symbol das Symbol VPN und auch hier steht verbunden, es funktioniert. Unter macOS ist das ebenfalls einfach. Ich gehe in die Systemeinstellungen, gehe hier unter Netzwerk, füge mir ein weiteres Netzwerk hinzu, wähle VPN aus, auch hier L2TP über IPsec, VPN USG nenne ich es, erstellen. Die Serveradresse, da ich auch hier wieder intern in meinem Netzwerk bin, da gebt ihr, wie auch beim iPad schon, beziehungsweise bei iOS, einmal eure DynDNS ein. Der Benutzername, unter den Authentifizierungseinstellungen, das Passwort des Benutzers und hier wieder der Pre-Shared Key, mehr nicht. Einmal OK, anwenden und verbinden sagen. Und schon ist die VPN-Verbindung hergestellt. Ich habe eine IP-Adresse gekriegt. Und das Ganze unter Windows 10 ist auch ganz einfach. Ich gehe hier unter Start in die Einstellungen. In den Einstellungen gehe ich unter Netzwerk,
Gehe unter VPN und füge mir ein neues VPN hinzu. Wähle den Windows-integrierten VPN-Anbieter. Nenne es auch VPN-USG. Auch bei Windows bitte eure dünne DNS eingeben. Ich muss wieder über die IP-Adresse, denn mein Windows ist auch damit verbunden. Der VPN-Typ ist L2TP-IPsec mit vorinstalliertem Schlüssel. Hier füge ich wieder meinen Schlüssel einmal ein. Und Benutzername und Kennwort. Auch hier der Radius-Benutzer auf dem USG und das dazugehörige Kennwort. Sage dann Speichern, gehe dann auf Adapteroptionen, rechte Maustaste hier auf mein gerade erstelltes VPN-USG, Eigenschaften. Unter dem Punkt Sicherheit wähle ich folgende Protokolle zulassen, Microsoft CHEP Version 2.0, also MSCHEP V2. Sage dann OK, kann das wieder schließen und verbinde mich einmal mit dem VPN und auch hier bin ich verbunden. So einfach ist es unter Windows. Und wenn ich jetzt zur Unify-Oberfläche wechsle, dann sehe ich in der Übersicht, eine VPN-Verbindung ist gerade aktiv. Das hier taucht auf, sobald VPN konfiguriert ist. Ich kann draufklicken und sehe tatsächlich hier die Schnittstelle, die Remote-IP. Man sieht, es ist intern und wie viel eingehende Pakete den Benutzer, Bytes empfangen, Pakete gesendet, Bytes gesendet und so weiter und so fort. So einfach ist es, einen L2TP-VPN-Server unter Unify einzurichten. Bitte bedenkt eins, solltet ihr vorher zum Beispiel eine Diskstation oder ein anderes Gerät dahinter mit einem L2TP-VPN-Server betrieben haben, dann existieren ja Portweiterleitungen und diese sollten vorher gelöscht werden. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich. Für mich den Daumen hoch, das wäre klasse. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.